heute wagen wir eben den Sprung. Nachdem wir uns ein bisschen warm gegroovt haben, wagen wir uns heute an die Chaturangas. Eine Serie, die für viele ein bisschen schwierig ist, aber die auch technisch so einiges an sich haben. Und deshalb bis gleich auf der Matte. Hi! Herzlich willkommen zurück auf der Matte. Krimi, jetzt muss ich leider von der Matte schmeißen. Komm. Sehr schön. Wir fangen heute an in einem ganz bequemen Sitz. Schnappt euch gerne euren Block, setzt euch auf euren Block drauf. Ihr kennt, you know the drill. Jetzt seid ihr schon quasi erfahrene Yogi-Reisende. Das heißt, wir fangen an mit ein bisschen Zentrierung für uns selbst, für unseren Atem. Wie immer, finde dich ein, schwinge deine Schultern aus. Jetzt möchte ich, dass du hier die Erdung spürst. Wie du sanft mit jedem Ausatmen schwer wirst gegen den Boden, gegen die Matte, gegen deinen Block. Mit jedem Einatmen findest du die Länge. Erinnere dich an diese neutrale Wirbelsäule, die wir am Anfang dieser Südeinheit gefunden haben, gestern. Das heißt, erinnere dich daran, wie sollte deine neutrale Wirbelsäule geschwungen sein. So wie du gestern gelegen bist, dieser kleine Zwischenraum zwischen deinem unteren Rücken und der Matte, das wollen wir jetzt wieder herstellen. Das heißt, kein Rundrücken, sondern wir finden so einen ganz kleinen Beyoncé-Popo in unserem Sitz. Lass den Ujjayi anfangen, beziehungsweise vertief den Atem. Und dann möchte ich heute eine Absicht mit euch setzen. Das heißt, bring deine Hände zusammen vor deinem Herzen und wir verneigen uns nach vorne. Ich wünsche uns heute, dass wir ein bisschen Mut aufbringen, uns ins Neue zu begeben, aber auch langsam und gewissenhaft voranschreiten. Damit verneige ich mich nach vorne und wir atmen aus und kommen schon nach vorne auf alle Viere. Für ein bisschen Katzekuh, wie immer, um unsere Wirbelsäule einzuchecken. Atme ein, komm in deine Kuhposition. Atme aus, komm in deinen Katzen. Wie fühlt sich die Wirbelsäule heute an? Atme ein in deine Kuhposition. Vielleicht spürst du ja jetzt schon den Muskelkater von gestern. Atme aus in deinen Katzenbock. Sehr schön. Atme ein in deine Kuhposition. Deine Fingerspitzen sind leicht nach außen gedreht. Lehn dich nach vorne. Atme ein. Greife mit den Fingerspitzen in die Matte. Du bist jetzt in deiner Kuhposition, aber bleib mit dem Bauchnabel dran. Einatmen. Mit dem Ausatmen. Beyoncé-Popo Richtung Himmel, Bauchnabel bleibt dran, Ellenbeugen nach hinten anbeugen und Brustkorb, Kinn auf die Matte legen. Atme ein. Mit dem Ausatmen komm flach auf den Bauch. Zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, Hände immer noch neben deinem Brustkorb, Ellenbogen am Körper, Baby-Cobra. Das heißt, du drückst deine großen Zehen auf den Boden und du hebst dich ganz leicht an, Kinn gegen die Wirbelsäule, werde lang. Deine Hände ziehen nach hinten, so als ob du dein Herz nach vorne ziehen möchtest. Atme aus, leg dich ab. Atme ein, dreh die Zehenspitzen unter. Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, Baby-Cobra. Und dann, ganz wichtig, Bauchnabel gegen die Wirbelsäule ziehen, nicht den Rücken durchhängen lassen. Nach hinten kommen in deine Kindspose. Und von hier, atme ein, greif nach vorne, atme aus, im Katzenbuckel nach oben kommen. Atme ein, in deine Kuhposition. Atme aus, dreh die Zehenspitzen unter und schieb nach oben in den Downward Facing Dog. Das war's. Das einfachste Vinyasa, das ich euch bieten kann. Das heißt, wir bauen jetzt von hier auf. Atme tief durch, schüttel die Beine ein bisschen aus. Wunderbar. Mit deiner nächsten Einatmung roll dich nach vorne in deine Plank-Position und hier arbeiten wir heute. Du korrigierst dich so nach vorne, also gehst so weit nach vorne, dass deine Hände unter deinen Schultern sind und du siehst, ich habe einen leichten Rundrücken in den oberen Schultern, ja? Das heißt, ich hänge mich hier drin. Bitte das hier vermeiden. Ich weiß, man möchte immer eine gerade Linie, aber jetzt sind meine Bauchmuskeln aus. Drück raus aus den Schultern. Schieb dich nach oben, spann den Bereich um den Solarplexus an und drück nach oben. Fingerspitzen greifen in die Matte. Atme tief ein. Jetzt, mach mal das. Atme aus. Finde deinen Beyoncé-Popo. Atme ein, wieder nach vorn. Merkst du, wie deine Bauchmuskeln ausschalten? Nochmal, wenn du in so ein Beyoncé-Popo kommst. Das heißt, hier musst du ganz leicht das Becken zu dir kippen beziehungsweise dir rausdrücken aus den Schultern. Ja. Das heißt, wir finden hier eine neutrale Wirbelsäule, ganz leichter Beyoncé-Popo, bleiben im Bauchnabel drin. Mit dem Ausatmen nimm endlich die Knie auf die Matte. Sehr schön. Deine Fingerspitzen
zeigen nach außen. Lehn dich nach vorne, atme ein. Dieses Mal Ellenbeugen, also die Augen deiner Ellenbogen zeigen nach vorne. Und dieses Mal lehn dich nach vorne, beug die Ellenbogen nach hinten an und halte das. Nur so tief anbeugen, dass du es halten kannst. Das heißt, nicht ganz flach werden, sondern nur so tief, dass du es halten kannst. Atme ein. Und jetzt atme aus, komm ganz flach auf den Bauch. Das war das Baby Chaturanga, das wir gerade gemacht haben. Hände neben den Brustkorb. Einatmen, Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Ausatmen hier. Einatmen in deine Babykobra. Zieh die Hände nach hinten. Bleib mit dem Bauchnabel dran. Drück die großen Zehen auf die Matte. Und mit dem Ausatmen komm ganz nach hinten. In deine Kindspose. Dreh die Zehenspitzen unter. Drück in deine Hände. Und schieb nach oben. Down Facing Dog. Zweite Schild. Letzte Stufe war das. Super gemacht. Tritt gegen deine Matte. Atme tief ein. Und extra lange aus. Einatmen. Und mit dem Ausatmen rollen wir wieder nach vorne in unsere Plank-Position. Sehr schön. Wieder korrigieren wir. Unsere Hände sind unter unseren Schultern. Drück dich raus aus den Schultern. Ganz gerne die Knie jetzt schon auf die Matte nehmen, wenn das zu anstrengend ist für dich. Aber probier's. Probier's. Fordere dich ein bisschen raus. Atme tief ein. Und aus. Und einatmen. Mit dem Ausatmen nimm die Knie auf die Matte, wir kommen in unsere Side Plank. Das heißt, verlagere das Gewicht in die rechte Hand und jetzt nimm mal beide Beine nach rechts, sodass die aufeinander sind. Drück raus aus der rechten Schulter. Ganz wichtig, nicht fallen lassen in die Schulterplatte, sondern rausdrücken. Nimm deine rechte Hand am Gesicht vorbei in Richtung Himmel. Das ist die Side Plank zum Üben. Ja, du kannst dann anfangen, dein hinteres Bein auszustrecken, völlig in Ordnung. Das heißt, in der nächsten Runde komm gerne wieder hierhin zurück, wenn das anders zu anstrengend ist. Wir gehen auf die andere Seite. Atme aus, nimm die linke Hand zurück. Und jetzt heb einfach deine Fersen in Richtung Po und wir rollen auf die andere Seite. Gewicht in den linken Arm. Aber jetzt schau mal, nicht in die Schulterplatte fallen, ins Schulterblatt fallen, sondern drück raus, nimm deine rechte Hand am Gesicht vorbei und Richtung Himmel. Seitenblick. Wir nehmen noch 3 Atemzüge. Ganz wichtig, wenn ich mich jetzt von vorne sehen lasse, bin ich nicht hier, sondern ich schiebe mein Becken nach vorne, aber behalte so einen kleinen Beyoncé-Popo. Siehst du das von vorne? Also das heißt, nicht so rund werden, Fehler, sondern gerade bleiben. Tief durch. Mit dem Ausatmen rollen wir langsam wieder zurück in die Mitte. Knie auf der Matte, Füße auf den Boden, Fingerspitzen zeigen weit auseinander. Baby Chaturanga. Atme ein, greif mit den Fingerspitzen in die Matte, lehn dich nach vorne. Atme aus, beug die Ellenbogen an. Atme ein. Zieh den Bauchnabel nach oben, schau mal, den Solarplexus nach oben ziehen. Und mit dem Ausatmen komm flach auf den Bauch. Sehr schön. Baby Cobra. Atme einen Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Baby Cobra. Und ausatme nach hinten in die Kindspose. Dreh die Zehenspitzen unter. Und jetzt schieb mal die Matte richtig nach vorne mit den Händen. Und dann, ohne dass du die Hände bewegst oder nochmal das Gesäß bewegst, streck einfach die Beine aus. Downward Facing Dog. Wunderbar. Ich habe schon gesagt, wir kommen jetzt in unsere zweite Runde Plank Poses. Dieses Mal nimm gerne die Knie auf die Matte, wenn du weißt, dass du die Knie auf die Matte nehmen möchtest. Ja? Ansonsten mach ich das jetzt mal ohne Knie auf die Matte. Atme aus, roll dich nach vorne in deine Plank Position. Atme ein, korrigier, dass du die richtige Distanz hast. Atme aus, Gewicht in die rechte Hand, drück raus aus der rechten Schulter, roll dich auf die rechte Seite. Atme ein und atme aus. Noch 3. Tief einatmen, rausschieben aus der rechten Schulter. Das heißt auch, dass du das Becken ein bisschen nach oben ziehen darfst. Tief einatmen und aus. Letzter Atemzug ein, fließender Übergang. Atme aus der linken Hand auf die Matte und wir rollen einfach auf die andere Seite. Und jetzt wieder rausdrücken aus der linken Schulter. Mach dich lang, atme tief ein. Und das heißt, so ein bisschen das Becken nach oben heben. Dann hast du mehr Spannung in der linken Seite. Letzter langer Atemzug ein und aus. Und einatmen. Und mit dem Ausatmen mit der rechten Hand zurück auf die Matte. Atme ein, drück raus aus den Schultern. Richtiger Chaturanga, du darfst gerne deine Knie auf die Matte nehmen. Atme ein, lehn dich nach vorne. Und jetzt beug die Ellenbogen so minimal an, dass du das halten kannst. Atme ein. Fingerspitzen zeigen unbedingt nach außen. Und dann atme aus. Wir gehen heute mal nochmal ganz flach auf den Boden. Baby Cobra, Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Einatmen und ausatmen nach hinten. Direkt in den Downward Facing Dog. Sehr schön, tritt gegen die Matte. Knackig, kurz und knackig, aber ich hoffe, dir macht es Spaß. Sehr schön.
Wir fordern uns nochmal heraus, Plank-Position, diesmal ein bisschen schneller und eine Runde mehr auf den Ellenbogen. Wenn du auf den Knien bist, darfst du gerne einfach auf den Handflächen bleiben. Das heißt, atme ein, roll dich nach vorne in die Plank-Position. Atme aus hier. Atme ein und atme aus, geh auf die rechte Seite. Atme ein in die Handrichtung Himmel. Wenn du dich herausfordern willst, dann heb dein linkes Bein ab. Noch drei. Tief einatmen und aus. Du kannst natürlich einfach hier sein. Einatmen, raus und aus der Schulter und aus. Und einatmen, mit dem Ausatmen auf die linke Hand seitlich drehen. Atme ein, öffne die rechte Hand Richtung Himmel. Rausdrücken aus der Schulter. Also nicht kollabieren, wie ich das jetzt mache, sondern rausdrücken aus der Schulter. Heb vielleicht ein rechtes Bein. Lang ein und aus. Und einatmen. Achtung, mit dem Ausatmen setzt deine Hand ab. Wir nehmen den rechten Ellenbogen und setzen den rechten Ellenbogen auf den Boden. Drehen uns wieder rechtsseitig. Wenn du die Knie auf der Matte hast, dann bleib bitte auf deinem Handgelenk. Atme tief ein und kannst dich wieder rausfordern. Noch zwei. Tief einatmen. Und aus. Rausdrücken. Und ein. Und mit dem Ausatmen Fuß abstellen. Linker Ellenbogen. Leg den vor oder hinter dem rechten. Und wir drehen uns auf die andere Seite. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Rausdrücken. Das ist schön. Tief einatmen. Und aus. Letzter. Einatmen. Und aus. Sehr schön. Rechte Hand wieder. Einatmen. Auf die rechte Schulter. Nur um wieder hochzukommen. Ausatmen. Linke Seite. Einatmen. Ausatmen. Hand auf die Matte. Plank-Position. Ausatmen. Lehn dich nach vorne. Fingerspitzen zeigen nach außen. Einatmen. Ausatmen. Ellenbeugen anbeugen. Einatmen. Ausatmen. Senk dein Gesäß. Up Dog. Drück raus aus den Schultern. Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Zieh die Hände nach hinten, um den Brustkorb nach vorne zu bringen. Kinn gegen die Wirbelsäule. Tief einatmen. Sehr schön. Mit dem Ausatmen. Knie auf die Matte. Und nach hinten in die Kindspose. Leg die Hände über die Füße. Drück die Stirn auf die Matte. Was für ein Workout in kurzer Zeit. Sehr schön. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du die Hände weit nach vorne. Mit dem Ausatmen kommst du im Katzenbuckel nach oben. Mit dem Einatmen in deine Co-Position. Und dann aufpassen, Fingerspitzen zeigen nach außen, lehn dich nach vorne, einatmen, Kuhposition, ausatmen, Brustkorb, Kinn auf die Matte und flach werden auf den Boden. Sehr schön. Wir dehnen unsere Schultern ein kleines bisschen, geben uns ein kleines bisschen Erholung von den Plank-Poses und den Chaturangas. Nimm deine Arme als großes Y vor dich und dann ziehst du deinen rechten Arm neben deinen Brustkorb, hilfst dein rechtes Bein Richtung Himmel. Wir drehen uns auf unsere linke Schulter. Der linke Arm drückt gegen den Boden, um die Schulter zu schützen und hier ein bisschen aktiver zu sein. Du kannst dich so weit drehen, wie du das angenehm empfindest. Bleib einmal ein bisschen aktiv. Genieß den Stretch in der Schulter, im Brustmuskel. Schöner Twist in der Wirbelsäule. Letzter langer Atemzug ein. Und aus. Und nochmal einatmen. Und mit dem Ausatmen komm zurück zur Mitte. Andere Seite. Nimm deinen rechten Arm als großes Y. Und nimm den linken Arm neben deine Brust. Heb dein linkes Bein Richtung Himmel. Dreh dich auf deine rechte Schulter. Ganz schön deutlich draufdrehen. So, dass du richtig schöne Dehnung in deinen Brustmuskel spürst. Tief durchatmen. Drück den rechten Arm gegen den Boden. Lass deinen langen Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen komm zurück zur Mitte. Sehr schön. Wackel ein bisschen mit dem Popo. Das entlastet den unteren Rücken. Und dann kommen wir in die Sphinx-Pose. Das heißt, nimm deine Arme mal nach vorne, streck die ganz weit nach vorne und dann zieh die Ellenbogen unter deine Schulter. Zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Ganz wichtig, also nicht den Bauch hier hängen lassen und nicht in die Schultern sinken lassen, so wie ich das jetzt mache, sondern rausdrücken aus den Schultern, Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Und jetzt zieh deine Hände nach hinten ein bisschen zu dir und finde Länge in der Wirbelsäule. Das heißt, da finden wir jetzt eine kleine schöne Dehnung für unsere Bauchmuskeln. Ganz schön. Wir bleiben aktiv, hintere Zehenspitzen gerne durch, untergedreht oder die hinteren Zehen drücken auf den Boden. Noch ein tiefer Atemzug ein und aus. Und ein.
Und mit dem Ausatmen ganz langsam komm zurück nach unten. Bau dir so einen kleinen Stab unter deinem Gesicht. Wackel ein bisschen mit dem Popo. Und dann ziehen wir unser linkes Bein über die linke Seite nach oben und bleiben einfach hier liegen. Dreh den Kopf nach rechts. Ich lasse den Kopf nach links gedreht, um mit euch zu sprechen. Genießt die Entlastung im unteren Rücken. Erlaubt dir, die Schultern jetzt loszulassen. Wir sind schon im Cooldown angekommen, wie du merkst. Letzter ein langer Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen dein linkes Bein zurück nach hinten. Heb dein rechtes Bein über die rechte Seite auf. Dreh den Kopf nach links. Erlaub dir, hier runterzufahren. Bei dir zu sein. Knackig. Kurz und knackig heute unsere Einheit. Mit dem Ausatmen kommt zurück zur Mitte. Sehr schön. Wunderbar. Wir nehmen unsere Hände neben uns in den Brustkorb. Letzte Babykobra. Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Einatmen. Drück dich nach oben. Ausatmen nach hinten. Überkreuz die Knöchel. Und wir kommen nach hinten ins Sitzen. Jetzt bin ich aus dem Bild gerollt. Ich mache gar nichts. Ich rutsche zurück. Sehr schön. Nimm die Hände gerne hinter dich. Wir Windshield Wipern wie immer. Windshield Wipern ist mein absoluter Favorit. Kommen langsam auf den Rücken. Einen kurzen Seitstretch möchte ich euch uns heute noch gönnen, um die Seiten nochmal zu dehnen, die wir jetzt gerade bearbeitet haben. Dazu leg dich bitte auf den Rücken. Nimm deine Arme als große Kaktusarme neben dich. Lauf mit den Füßen zurück zur Mitte, Beine sind Hüftbreit auseinander. Setz dein Gesäß ein kleines bisschen weiter nach rechts. Und dann lass die Beine nach links umfallen. Dreh den Kopf nach rechts. Du kannst das Ganze verstärken, indem du jetzt den linken Fuß auf den rechten Knöchel legst. Dann hast du ein bisschen einen schöneren Stretch. Tief durchatmen. In deine Flanke atmen. Mit dem Ausatmen löst du wieder, wir gehen auf die andere Seite, stell die Beine erst wieder auf, setz ein kleines bisschen nach links, lass die Beine nach rechts umkippen, dreh den Blick nach links, gib den rechten Knöchel auf den linken, aufs linke Knie, und dann lauf dich hier schwer zu werden. Tief durch. Jetzt ein langer Atemzug ein. Mit dem Ausatmen nochmal richtig tief die Matte schmelzen. Atme ein. Komm langsam zurück zur Mitte. Und mit dem Ausatmen, wie ich es schon gesagt habe, such dir eine bequeme Position. Strecke dich aus. Vielleicht möchtest du dich auch wieder auf den Bauch legen, auch völlig in Ordnung. Morgen haben wir bestimmt ein bisschen Muskelkater. Macht aber nichts. Muskelkater merkt man, dass du was getan hat. Danke, ihr Lieben, dass ihr heute wieder mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über den Chakra gelernt. Und bis morgen. Ich freue mich.